Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch wieder eine Woche im Alltag und meine Ernährung mit. Ich versuche mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Foodtherapy zu gehen. Das ist ja letzten Male eher mehr so vlogmäßig geworden. Mal schauen, wie gut ich das umsetzen kann. Ich bin irgendwie die letzten Tage nicht so motiviert gewesen zum Kochen oder jegliche neue Rezepte auszuprobieren. Wir sind seit Sonntag aus dem Urlaub. Heute ist Mittwoch und gestern und Montag habe ich eigentlich wieder so die Basics auf Arbeit gegessen. Mein König-Frischkäsesalat und sowas, was halt eben schnell ging, weil ich keinen Bock hatte, mich ewig in die Küche zu stellen nach der Arbeit. Nach der Arbeit. Und am Sonntag nach der Ankunft vom Urlaub. Ich habe jetzt erstmal was zum Frühstück vorbereitet. Es gibt Porridge. Oh, ich freue mich da mega drauf. Wir waren zwar bloß eine Woche weg, aber irgendwie ist man dann nun auch mal wieder ganz froh, so seine Basics zu essen. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Haben wir dann gleich noch ein Käppchen, wie immer. Und ich war gestern beim Pole Dance wieder mal. Und ich muss sagen, also ich war diesmal bei einem anderen Kurs. Da fahre ich zwar gut eine halbe, dreiviertel Stunde einmal durch Dresden. Aber das ist ganz entspannt, weil ich steige hier ein und da aus. Also ich muss nicht irgendwie umsteigen oder so. Und ich finde die Lage dort eigentlich ganz schön. Auf jeden Fall hatte ich wieder richtig Panik, war wieder so richtig, oh, ich bereue es so sehr, dass ich den Kurs gebucht habe. Warum bin ich so dumm? In meiner super motivierten Phase buche ich immer solche Kurse und dann habe ich immer Schiss hinzugehen und so. Ich stand dann gestern wirklich davor, habe die ganze Zeit mit Robin telefoniert, war wirklich super aufgeregt, hatte richtig Panik. Und dann war ich dort und es war super entspannt. Das Gute war auch, der ging bloß eine Stunde, also jetzt nicht anderthalb wie bei dem davor. Das heißt, man hatte wirklich eine Stunde, die Zeit ist super schnell um mit Aufwärmen und Cooldown und so. Gar kein Stress. Damit habe ich mich versucht, ein bisschen runterzubringen und dann ging es tatsächlich und es war richtig cool. Das Gute war halt auch, jeder hatte seine eigene Stange. Das heißt, ich konnte halt wirklich mein Ding machen und selber für mich üben und stand nicht die ganze Zeit jemand neben dir und hat die ganze Zeit geguckt und gewartet, dass du endlich fertig bist. Das war halt schon allein Stress und deswegen werde ich jetzt auch, wenn ich weiter Pole Dance mache, definitiv eher dahin gehen als zu dem davor, weil ich es einfach ein bisschen schöner fand, so von der Atmosphäre her. Wir haben auch nicht so direkt einfach so drei Sachen gelernt, die wir einfach so machen, sondern so eine kleine Choreo, quasi Stück für Stück immer was Neues gelernt und das dann einfach zusammen, alle drei Übungen oder vier, die wir eben gelernt haben, dann quasi als Choreografie, als kleine, dass man quasi alles hintereinander weg einmal durchgeht. Und es war, fand ich, viel leichter und entspannter mitzumachen als bei dem davor, wo wirklich schon so richtige Drehungen und alles, also so richtige Spins gemacht haben, die vielleicht auch schon so eher ein bisschen schwieriger sind. Deswegen bin ich vielleicht auch so halb verzweifelt, weil es halt doch schon für den Einstieg relativ sportlich war. Ja, dementsprechend habe ich gestern dann einfach gleich direkt den nächsten Kurs für nächste Woche Donnerstag gebucht und ich glaube, ich werde jetzt auch wieder regelmäßig gehen. Und ich freue mich drauf. Es hat gestern ultra Spaß gemacht. Ich habe mich super geärgert, dass die Stunde so schnell um war. Ich hätte am liebsten noch weitergemacht, weil es wirklich super viel Spaß gemacht hat. Das hat richtig gut funktioniert. Erstaunlicherweise hatte ich gar keine Probleme mit meinen Schwitzehänden. Also die waren zwar noch da und die Trainerin hat auch gleich gesagt, das ist völlig normal und das, je öfter man das dann macht, umso schneller gewöhnen sich die Hände dann auch dran. Dann lässt das auch nach. Die anderen hatten auch übrigens Probleme, weil das erste Mal, wo ich war, war ich gefühlt die Einzige, die damit Probleme hatte. Und jetzt waren es wenigstens auch ein paar andere, die mir so ein bisschen nicht dieses Gefühl gegeben haben, du bist irgendwie komisch und allein. Das war schon mal ganz gut. Und ich muss sagen, ich hatte gar nicht so Probleme. Es hat mich gar nicht so gestört, weil irgendwie die Stange eine andere, ich weiß nicht, irgendwie ganz anders war. Ich habe keine Ahnung, ob die da irgendwas dran gemacht haben, dass das nicht so rutschig war. Auf jeden Fall war es nicht so schlimm wie beim ersten und zweiten Mal, wo ich es gemacht habe. Dementsprechend habe ich das auch nicht so gestört und ich konnte mich wirklich richtig gut im Spin drehen, hatte auch keine Angst mehr, irgendwie mich dazu rumzudrehen und es hat mega viel Spaß gemacht. Also ich freue mich so auf nächste Woche. Das heißt, das wird jetzt vielleicht mein neues Hobby. Wir haben jetzt hier schon überlegt, wie wir irgendwie hier umräumen können, dass ich hier irgendwo eine Stange installiert bekomme. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Wahrscheinlich ist hier einfach kein Platz dafür. Das ist eben dann das nächste Problem, dass man dann wirklich zu Hause auch nicht üben kann. Mal schauen, vielleicht kann ich bei meinen Eltern eine installieren. Das wäre ganz geil. Auf jeden Fall freue ich mich und werde das jetzt quasi so zu meinem neuen Hobby machen. Ich hoffe, es macht mir noch eine Weile so viel Spaß. Und wie immer der obligatorische Snackteller. Immer noch an meiner Kräutertee-Tasse von heute Morgen. So, ich habe mir jetzt was zum Mittagessen gemacht. Vorhin, wie immer, eigentlich ein bisschen Schoki gegessen. Also vormittags esse ich gerne mal irgendwie Rohkost oder was Süßes, je nachdem, worauf ich halt gerade Bock habe. Film das aber, wie gesagt, nicht immer. Und eigentlich wollte ich mir was kochen, weil Homeoffice immer super entspannt zum Kochen. Weil ich halt mittags einfach eine längere Pause machen kann. Aber ich hatte jetzt einfach keinen Bock, keine Lust irgendwie. Und ich wusste auch nicht so richtig, was und worauf ich Lust habe. Dann habe ich gesehen, wir haben im Tiefkühlfach noch ein Walnussbrötchen. Und da sage ich natürlich nicht nein. Deswegen gibt es jetzt Walnussbrötchen mit Frischkäse und veganem Schinkenspicke. Ey, wieder so richtig back to the basics. Alles, was ich sonst immer esse, esse ich direkt, wenn ich zu Hause bin, wieder. Tut mir leid, aber ja, musste jetzt sein. Mit Avocado und Ei.
Und dazu gibt es noch ein paar Reste von gestern. Mal schauen, wie viel ich davon esse, ob ich mir den Rest auch noch ein bisschen für heute Abend aufhebe. Auf jeden Fall richtig geil. Ich habe mal wieder Rucola geholt und den dazu gemacht. So ist ja eigentlich quasi Standard. Den gibt es noch ein bisschen mit dazu. Meine rote Linsen, Frischkäsesalat. Freue ich mich jetzt drauf. So, ich habe heute mal 2:30 eine Runde Pause gemacht. Also quasi Feierabend, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich habe eine kurze Pause gemacht, mein YouTube-Video noch fertig gemacht und Haushalt. Jetzt schicke ich gleich den Staubsauger nochmal durch. Ich war gerade nochmal eine Runde draußen. Jetzt ist es schon 5:45 und ich esse jetzt was, weil ich echt Hunger habe so langsam. Ich habe heute Mittag den Salat nicht mehr ganz geschafft. Das ist jetzt noch ein bisschen was übrig. Das esse ich jetzt zum Abendbrot. Dann gibt es hier noch ein paar gefüllte Peperoni. Ich habe noch Knäckebrot da. Ja, wie immer in letzter Zeit. Diesmal aber normal mit Körnern ohne Salat. Ohne Käse. Oh, Hilfe. Dann gibt es hier noch so ein paar Brotchips, die sind noch von unserer Käseplatte übrig, also so ein paar Cracker, die sind jetzt zwar schon übelst klein, aber ich finde, es passt irgendwie in Kombi immer ganz gut zu so Salat und eingelegtem Zeugs. Bestimmt ein paar Gewürzgurken habe ich noch da und dann gibt es noch einen Shake. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt quasi mein Abendessen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Donnerstag, die Woche ist gleich geschafft. Heute ist wieder richtig schönes Wetter. Ich habe mir jetzt hier schon ein Käffchen gekocht und heute ganz vergessen, ein Frühstück zu filmen. Ich hatte mir nämlich für die Arbeit die letzten Tage schon mal Joghurt Quarkbowl vorbereitet und hatte die dann aber am Dienstag irgendwie nicht gegessen. Deswegen gab es die jetzt. Also ja, war nichts Spannendes, ich habe nichts verpasst. Ich habe es einfach noch vergessen zu filmen. Jetzt gönne ich mir gerade meinen schönen warmen Kaffee und dann müssen wir mal schauen, was es heute zum Mittagessen gibt. Robin ist heute da, der hat heute eine Schule und ich bin im Homeoffice, morgen auch dasselbe nochmal. Und deswegen müssen wir mal schauen, was wir die nächsten 2 Tage so zum Mittagessen. So, wir haben heute was zum Mittagessen geplant. Robin hatte Bock auf so Hähnchenspieße. Ich dachte mir, wir machen so schönes Ofengemüse, bisschen mariniert. Mache ich irgendwie so eine geile Marinade dazu, mal schauen, wie ich die mache. Ja, wir haben ja da im Gemüse jetzt nichts mehr sonderlich viel da, deswegen gibt es einfach bloß ein paar Pilze und halt ein paar Kartoffeln. Tomaten mache ich gleich damit dazu. Paprika ist leider leer, Zwiebeln haben wir auch keine mehr da. Das wäre eigentlich richtig geil drin gewesen oder Zucchini oder sowas. Egal, jetzt machen wir halt eben bloß das. Ja, auf jeden Fall wird es so richtig geiles Ofengemüse oder Ofenkartoffeln oder wie auch immer. Da freue ich mich drauf, das bereite ich jetzt vor. Boah, sieht richtig gut aus. Unser Mittagessen ist ready. Bei Robin gibt es Hähnchen und bei mir gibt es hier ein bisschen Pesto Rosso. Sieht jetzt ein bisschen dunkel aus. Richtig, richtig lecker. Habe ich gerade auch schon ein paar Stückchen schon von genascht, weil ich echt Hunger habe. Ist jetzt, glaube ich, gleich um 1. Ja, und wir haben uns jetzt richtig schön, wie gesagt, Ofenkartoffeln gemacht. Die sind ultra gut geworden. Mit ein bisschen Salz noch oben drauf, Paprikapulver, wie immer eigentlich. Ja, ein paar Pilzen, wie gesagt, noch. Und dazu gibt es Ketchup und Kräuterquark. Kleiner Nachtisch. Bei mir gab es wieder ein bisschen Rohkost. Und jetzt esse ich hier noch so restliches Apfelmark, was wir noch da hatten, weil ich so Lust habe auf was Frisches. Draußen ist so schönes Wetter. Man kommt so richtig in ein Eisessen-Feeling. Wir gehen am Wochenende auch Eisessen mit der Familie. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und wir wollen gleich noch ein paar Food-Neuheiten testen. So ein bisschen Süßkram. Aber jetzt gibt es erstmal Apfelmark. So, wir haben jetzt noch ein paar Food-Neuheiten getestet. Also ein paar Giottos und Rittersport-Schokolade. Genau. Und ich mache jetzt los zu meiner Oma. Gehe nochmal schnell einkaufen, eine Runde raus. Mega schönes Wetter draußen. Und dann melde ich mich später wieder, wenn ich zum Abendessen zurück bin. Ich denke mal so gegen 18 Uhr ungefähr. Aber es wird das heute wieder so schön draußen. Ich freue mich jetzt richtig, noch runter rauszukommen. Ist jetzt gleich 16 Uhr. Ja, ehe die Sonne jetzt weg ist, mache ich jetzt los. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe mega Hunger. Ich mache mir jetzt gerade hier in der Heißluftfritteuse noch eine Laugenbreze, die wir im Tiefgefach hatten. Und ich glaube, ich esse noch die Reste von heute Mittag. Es sind nämlich hier noch ein paar Tofu-Bärchen und noch ein bisschen Rest Kartoffeln übrig. Das jetzt mit ein paar Gewürzgürkchen, einer Laugenbrezel. Mal schauen, was der Kühlschrank noch so hergibt. Ich glaube, das wird es werden. Und dazu gibt es wie immer noch einen Proteinshake. Heute mal nur einen halben, also nicht ganz 30 Gramm. Das werde ich mir zum Abendessen machen. Also nichts Spannendes. Freue ich mich jetzt drauf. Ich habe mich richtig, richtig Hunger. Tada! Boah, wie gut sieht das aus. Also das Salzzeugs hat jetzt nicht mehr drauf gehalten. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen heiß. Bisschen Käse drauf gemacht und der ist richtig schön zerlaufen. Das lasse ich mir schmecken. Boah, richtig geil. Guten Morgen, Freunde. Es ist Freitag. Endlich. Das Wochenende steht vor der Tür. Wir sind heute wieder beide im Homeoffice. Gestern übrigens haben wir noch ein paar Sachen für eine Candy Challenge abgedreht. Also wir haben noch so ein paar kleine Süßigkeiten und 2-3 Chips probiert. Genau. Also es gab gestern einfach noch ein paar kleine Snacks. Mehr aber auch nicht. Ich hatte noch gestern ultra Bauchschmerzen, keine Ahnung, ob das von dem ganzen Zeug kam, aber es war eigentlich nicht viel. Wir haben 3 Sachen probiert, aber irgendwie ist mir davon anscheinend 1 irgendwie nicht bekommen.
Keine Ahnung, also wenn ihr Bock habt, schaut gerne bei der Candy Challenge vorbei, wenn sie online ist. Wird ganz unterhaltsam. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt was zum Frühstück vorbereitet. Es gibt hier mal wieder meine Joghurtquark-Bar. Eigentlich wollte ich heute früh Granola essen. Also mir so eine geile Schüssel Müsli machen. Aber irgendwie hatte ich dann doch mehr Bock auf was Frisches mit Banane und meine Joghurtquark-Bar. Keine Ahnung, jetzt ist es wieder das geworden. Ja, habe ich zwar gestern schon gehabt, aber geht auch noch einen weiteren Tag. Also wie immer, die Basics. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und es ist jetzt 8:30. Ich bereite mir gerade Mittagessen vor. Und zwar gibt es mal wieder Wrap. Hau ich gleich in den Toaster. Hier sind noch Tofu-Reste von gestern. Sieht echt ein bisschen traurig aus. Gerade weil der jetzt auch so trocken ist. Aber ich denke mir, der dann aufgewärmt ist, schmeckt es ganz gut. Käse, Ketchup, Ei. Freue ich mich drauf. Das falte ich jetzt zusammen. Und dann kommt das in den Toaster, bis es schön crunchy ist. Sehr geil. Tada! Und ready ist mein Wrap. Richtig, richtig gut. Sieht sehr nice aus. Käse ist schön geschmolzen. Ah, da freue ich mich jetzt drauf. Und als Nachtisch gibt es noch ein bisschen reife Nektarine. Nee, Pfirsich. Nee, Nektarine. Ah, ich verwechsel das jedes Mal. Karotte und dazu noch einen Tee und ein Käffchen von heute Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag. Ich habe mich gestern gar nicht gemeldet. Wir sind jetzt schon eine Weile wach. Es ist jetzt schon 13 Uhr. Ich glaube, um 11 hat mein Wecker geklingelt. Ich war dann so viertel, halb zwölf, bin ich dann aufgestanden. Ich wollte Robin nicht wecken. Und habe dann direkt mit einem Workout gestartet. Das hat jetzt irgendwie sich mega lang gezogen, weil ich jetzt auch noch nebenbei so ein bisschen einmal aufgeräumt habe in den Satzpausen. Und jetzt gerade duschen war. Und jetzt ist es halt schon 13 Uhr. Ich werde jetzt ein bisschen Video schneiden. Ich snacke gerade nebenbei schon einen Apfel. Ich habe mir hier schon einen Proteinshake ready gemacht. Muss ich auch mal wieder ein bisschen Nachschub stellen, weil sich das so langsam leert. Den trinke ich jetzt. Und dann gehen wir heute Abend zu meinen Eltern grillen. Irgendwie spontan, weil das Wetter wieder richtig, richtig schön ist. Ich wollte sowieso zu meinen Eltern fahren, mich schon mega drauf freue, weil ich die ja schon vom Urlaub das letzte Mal erst gesehen habe. Und dann dachten wir, machen wir das einfach alle zusammen. Kaufen dann noch ein bisschen Zeug dafür ein. Dann grillen wir heute Abend bei meinen Eltern und dann bleibe ich gleich von heute Abend bis morgen dann da. Und Robin hat sowieso Bereitschaft, der fährt dann wieder nach Hause. Genau, mal schauen, was ich dann zum Frühstück esse. Irgendwie habe ich noch nicht so viel Hunger, aber irgendwie jetzt so ein bisschen Lust, was zu snacken. Deswegen gibt es jetzt einen Apfel, einen Proteinshake und dann schauen wir mal, ja, was ich mir dann zu essen mache, spontan. Aber es ist halt auch schon 13 Uhr, also ich glaube, wir essen 17 Uhr Abendbrot. Also wir wollen 17 Uhr halt den Grill anmachen und halt quasi zeitiges Abendessen machen. Ja. Was soll ich sagen? An der Stelle hat leider meine Kamera den Geist aufgegeben und es war einfach Standbild. Deswegen melde ich mich mal kurz hier per Voiceover. Ich habe irgendwie auch vergessen zu filmen. Auf jeden Fall habe ich deswegen noch was Schnelles gefrühstückt, damit ich dann quasi richtig, richtig Hunger fürs Abendessen habe, worauf ich mich schon mega gefreut habe und habe mir hier einfach so eine Joghurt-Quark-Bowl gemacht mit Banane, Nektarine. Boah, da waren super viele Toppings drauf. Granola, Hanfsamen, Kakaonips, Nüsse, Sonnenblumenkerne. Wirklich super viel, es war auch richtig lecker. Und dann sind wir zu meinen Eltern gefahren und haben dann noch das schöne Wetter genossen. Und natürlich gegrillt, wie angekündigt. Wir haben so eine richtig schöne Gemüsepfanne gemacht mit Zucchini-Pilzen, Paprika und Tomate. Und dann gab es noch Kräuterbaguette und natürlich Bratwürstchen, Steaks, Grillkäse, was alles so nicht fehlen darf. Richtig gut. Und meine Mama hat noch einen Kartoffelsalat gemacht und dann haben wir richtig lecker zusammen alle gegrillt. Das war richtig gut. Ich hatte natürlich wieder Grillkäse, eine Veggie, Wiener. Dann gab es noch Kartoffelsalat, Grillgemüse, Baguette. Ich esse da wirklich von allem was und liebe das einfach, wenn man ganz viel Auswahl hat. Ja, und das war dann unser super leckeres, entspanntes Abendessen mit der Family. Hallo ihr Lieben! Es ist Sonntag. Ich bin inzwischen schon seit einer Weile wieder zu Hause. Wir waren ja gestern zum Abendessen bei meinen Eltern zum Grillen. War übrigens richtig lecker. Wir haben heute Morgen dann ganz entspannt Brötchenfrühstück gemacht. Ja, gab halt das klassische wie immer, ein paar Walnussbrötchen noch und Ei und Guacamole und noch ein bisschen Obst. Und dann habe ich noch einen Proteinshake getrunken und einen Kaffee. Und dann sind wir gerade zum Kaffee trinken mit der Family unterwegs gewesen und haben unterwegs ein Eis gegessen. Es war ganz lecker. Ich hatte Zitrone und Stracciatella. Und jetzt sind wir wieder zurück. Es ist jetzt gleich 18 Uhr und wir haben uns jetzt unterwegs erstmal was zu essen geholt, damit wir was Schönes zum Abendessen haben. Machen wir uns jetzt noch einen entspannten restlichen Sonntag. Bei uns gibt es nämlich Subs. Wir haben zwei Cookies geholt und ich habe ein veganes Chicken Teriyaki Sub mit, ich glaube, das ist deins sogar, ne? Nein, meins. Doch, das ist deins. Naja, auf jeden Fall habe ich ein veganes mit Vollkornbrötchen, Tomatensalat und ja, so ein bisschen. Also es hat leider keine Guacamole mehr drauf, aber passt. Ja, und das werden wir jetzt fooden. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montag. Die Woche startet wieder von vorn. Das Wochenende war super schnell um. Jetzt ist auch so wieder so richtiges Aprilwetter. Gestern schon so teilweise durchwachsen. Samstag richtig schön und heute wieder so richtig Regen und kalt. Und naja,
Egal, auf jeden Fall hat man dann immerhin nicht so ein schlechtes Gewissen, die ganze Zeit im Homeoffice zu sein. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall erstmal was zum Frühstück vorbereitet. Es ist jetzt auch schon um 9 tatsächlich. Irgendwie hatte ich heute Morgen noch nicht so viel Hunger. Jetzt langsam schon und ich dachte mir, wenn ich dann gleich Dienstberatung habe, dann esse ich lieber jetzt was. Ich dann irgendwie im Stress dann hier ständig, weiß ich nicht, abgelenkt bin. Auf jeden Fall gibt es bei mir eine Mango Alpruskierball mit ein bisschen Quark. Also ich hatte noch so Mango Alpruskier da. Das ging jetzt am schnellsten und irgendwie hatte ich da jetzt gerade richtig Bock drauf. Eigentlich hatte ich mich schon das ganze Wochenende auf Porridge gefreut, weil es halt das am Wochenende eben nicht gab, aber jetzt hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Ja, deswegen gibt es das jetzt eben noch getoppt mit Hanfsamen, Leinsamen, Sonnenblumenkern, Granola und noch ein paar Nüsse und Haferkleie, genau. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Dazu gibt es dann später wie immer ein Käffchen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und so sieht jetzt mein fertiges Mittagessen aus. Ich habe mir wieder diese Gemüsepfanne vom DM warm gemacht. Und jetzt noch getoppt mit so ein paar Sachen, die wir noch da hatten. Paprika, Tomate, ein paar Erbsen und Bohnen aus dem Glas und noch ein bisschen Feta. Ich lieb's. Freue ich mich jetzt richtig drauf. Ja, improvisiertes Mittagessen. Eigentlich wäre Mais drin auch noch richtig geil, aber den vertrage ich ja irgendwie anscheinend nicht. Deswegen habe ich da jetzt mal drauf verzichtet. Ja, dafür aber ein paar Erbsen und Bohnen. Und dazu gibt es natürlich als Nachtisch wieder einen Apfel und ein Käffchen trinke ich auch noch. Wir hatten einfach noch von keine Ahnung wie lange ein Proteinpudding im Kühlschrank. Ich liebe den Anzug vom Rewe. Und dadurch, dass mein Proteinpulver sich langsam dem Ende neigt und ich jetzt mal wieder was bestellen muss, dachte ich mir, bietet sich das an. Außerdem hatte ich gerade richtig, richtig Bock drauf. Auf noch so einen süßen Nachtisch. Es ist jetzt gleich 2:30 und bei mir gibt es das jetzt als kleinen, ja, Nachmittagssnack. Mal schauen, wie mein Magen drauf reagiert. Ich habe schon vor lange keine Proteinpuddings mehr gegessen. Ich freue mich drauf, weil ich mag den echt gerne. Guten Morgen, es ist Dienstag. Ich habe mir jetzt Frühstück vorbereitet, ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Ich war noch eine spazieren und irgendwie habe ich dann einfach nur noch den Rest Skier vom Frühstück gegessen. Es sind ja mal 400 Gramm in diesen großen Bechern drin und, ach ja, Toast. Einfach nur Toast mit Frischkäse, veganem Schinkenspicker und noch ein paar Restsüßigkeiten vom Food-Neuheiten-Video. Also ich habe wirklich nichts verpasst. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt wieder mein Joghurt-Quarkbowl vorbereitet. Freue ich mich jetzt drauf. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, heute mal wieder ins Gym zu gehen. Das hat nämlich, also jetzt schon seit Samstag, glaube ich, wieder geöffnet. Die haben ja umgebaut. Ich muss sagen, ich habe es auch die letzten Wochen, ja doch, es gab schon mal Tage, wo ich gerne gegangen wäre, aber ich habe es jetzt nicht krass vermisst. Also es war auch mal schön, mal nicht zu gehen. Aber jetzt so langsam freue ich mich doch echt wieder, dass es wieder offen hat. Und deswegen werde ich heute mal gehen. Und ich muss sagen, ich bin schon so wieder ein bisschen aufgeregt und versuche mich so ein bisschen davor zu drücken. Ich glaube, je näher es dann zum Losmachen geht, umso aufgeregter werde ich sein, weil es sind ja neue Geräte, es ist alles neu. Und heute gehe ich das erste Mal seit dem Umbau. Das heißt, es wird irgendwie alles neu und ich weiß nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und irgendwie stresst mich das schon wieder so ein bisschen gedanklich. Ja, und generell einfach der Gedanke, dass ich immer ein bisschen Panik habe vom ins Gym gehen, weil ich irgendwie den Vibe da nicht so mochte die letzten Monate und mich da einfach immer super unwohl fühle und super unsicher bin und keine Ahnung. Aber mal schauen, wie es heute wird. Ich freue mich drauf, ich mache ein entspanntes Beintraining, ich versuche einfach, mich nicht so sehr zu stressen, also das zu machen, ja, was ich mich traue, was ich hinbekomme und wenn es halt noch kein krasses Training ist, dann ist es jetzt halt so. Bin gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall werde ich erstmal frühstücken und dann mal schauen, wann es losgeht. Zurück vom Fitti, liebe Leute. Tatsächlich war gar nicht so viel neu. Es ist einfach nur sehr umgeräumt gewesen. Und ich hatte das Gefühl, von allen Geräten irgendwie weniger. Dafür der Platz zwischen den Geräten ein bisschen größer. Ich verstehe nicht ganz, warum. Also ja, dass man das mal erneuern muss, weil vielleicht auch die Garantie der Geräte und so weiter abläuft. Aber es sind halt keine neuen Geräte. Das Einzige, was wirklich neu ist, sind die Laufbänder. Die haben jetzt so ein Touchscreen. Sind halt ein bisschen neumodischer und hochwertiger. Alle anderen Geräte sind dieselben, halt nur neu. Ich habe jetzt ein ganz spannendes Beintraining gemacht. Wie gesagt, ich starte jetzt so ein bisschen smooth, ganz langsam rein. Bin jetzt wieder zu Hause, mache mir gerade beim Mittagessen warm. War jetzt gerade duschen und werde mich jetzt gleich wieder an den Schreibtisch setzen. Beziehungsweise sitze ich schon, aber ich werde jetzt erstmal ganz entspannt Mittagessen und dann weiterarbeiten. Also 1,5 Stunden ungefähr werde ich heute Nachmittag noch hinten dran hängen müssen. Und so sieht das Ganze jetzt ready aus. Ich habe nämlich gestern Essen vorgekocht.
Und zwar hatte ich mal wieder richtig, richtig Bock auf diese vegane Blumenkohlpasta. Das Rezept ist wirklich super easy und es schmeckt so gut. Und das Gute ist, man hat halt gleich ein bisschen Gemüse abgedeckt. Es sieht jetzt nicht so schön aus, aber es schmeckt echt richtig gut. Ihr müsst einfach nur den Blumenkohl in kleine Röschen schneiden, kochen und dann in den Mixer geben. Mit ein bisschen Pastawasser, Hafermilch, Hefeflocken, aufgeweichten Cashewkern, ein paar Gewürze noch und ein bisschen Knoblauch. Ich glaube, das müsste schon gewesen sein. Und dann püriert ihr das einfach und durch die Hefeflocken bekommt das so einen schönen käsig-würzigen Geschmack und durch den Blumenkohl so eine schöne Cremigkeit. Und das schmeckt richtig gut. Obendrauf jetzt noch ein paar Pilze. Ja, und das ist jetzt mein Mittagessen. Das Rezept kann ich euch gerne in die Infobox packen. Hier jetzt nochmal ein bisschen umgerührt für euch. Da sieht es vielleicht auch ein bisschen ansehnlicher nach einer cremigen Pasta aus. Gebt euch mal den Sound. Genau so muss das sein. Und so sieht es doch gleich viel besser aus, oder? Das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich wieder vergesse, mein Abendessen zu filmen. Wir haben vorhin noch ein paar Food-Neuheiten gefilmt. Unter anderem hier so ein paar Chips und Knoppers, Goodies und ein bisschen Schoki. Also ich habe schon wieder reichlich gesnackt heute. Ich merke jetzt irgendwie schon wieder, dass ich meinen Eisprung bekomme. Da bin ich immer so richtig in Snacklaune, habe viel mehr Hunger und brauche irgendwie einfach die Energie. Auf jeden Fall gab es das heute. Ich habe gestern ein bisschen vorgekocht und habe mir hier mal wieder so einen italienischen Nudelsalat vorbereitet. Und diese Brotdose ist explodiert. Ich habe die gestern kaum zubekommen. Ich dachte mir, ich esse davon einfach ein bisschen was runter, weil ich das auf Arbeit sonst eh nicht schaffe. Das ist nämlich für die nächsten Tage für die Arbeit. Wieder so Erbsennudeln. Hier hinten sind noch ein paar Pilznudeln. Genau, Tomate, Feta, Pesto, Rucola. Was da eben so alles angehört. Und davon habe ich gerade noch ein bisschen was gegessen. Und einen Toast gestern auch. Mit ein bisschen Aufschnitt. Ja, wollte ich euch noch updaten, ehe ich das wieder vergesse. Ich melde mich dann morgen wieder. Ja, ihr Lieben, an der Stelle möchte ich gern das Food Diary beenden. Ich habe wieder vergessen, einen Cut zu drehen, deswegen melde ich mich hier nochmal in diesem Look beim Schneiden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter und immer positiv. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye!